Das Dilemma der Ablaufplanung, oder wir können auch sagen, das Dilemma ist ein Zielkonflikt. Ein Zielkonflikt. Das heißt, wenn wir uns wieder ganz an die Basis gearbeitet haben, zu den derivativen Zielen zweiter Ordnung, das heißt, wir sind und wir werden als Betriebswirte schamrot dabei, ja, jetzt wieder auf der Dimension der Mengen und der Zeiten, wo wir eigentlich gar nicht hingehören und uns total unwohl fühlen. Und wenn wir dann sagen, so, jetzt die Durchlaufzeit senken wir jetzt, dann kann es sein, dass die Endläge anwachsen. Ja, also ich minimiere das eine Ziel und das andere, das ich auch minimieren möchte, das maximiere ich dadurch. Ja, also ich habe einen Zielkonflikt. Egal wie ich es mache, ich kriege das Optimum nicht hin. Ja, bei dieser Werkstattfertigung, bei dieser Ablaufplanung. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.